Da Freunde, willkommen zu einem weiteren Modding-Video der ONC, der OWL Nerf Community. Ich bin der König und wir gucken uns heute diesen Blaster an, den Nerf Fortnite BASRL. Ja, genau, Bolt Action Sniper Rifle Legendary? Ich habe keine Ahnung, ich spiele kein Fortnite. Ich müsste meinen Sohn fragen, der weiß das vielleicht eher als ich. Egal, wir machen aus dem Ding, Matthias hat es ja schon vorgestellt, ein kleines bisschen mehr. Und teilweise auch ein bisschen weniger. Es gibt so 2, 3, 4 Sachen an dem Blaster. Da müssen wir mal ran. Und was? Das gucken wir uns jetzt an. Der Reihe nach. Welche Probleme hat diese wunderschöne Fortnite BASRL? Nummer 1. Die Schulterstütze. Klickt man die einmal rein, kriegt man die nicht mehr raus. So sieht das Ganze aus. Und wem das bekannt vorkommt, der hat eine Longstrike mal gehabt. Entweder die neue Modulus oder hier die alte blaue. Wenn man das hier und da und da und da ein bisschen schräg abfeilt, dann kann man das wieder rausziehen. Gucken wir uns gleich an. Das ist das Erste, was wir machen, weil der Blaster ist recht lang. Wenn man den zum Transport ein bisschen kürzen will, es wäre schon schön, dass man das demontieren kann. Zeigen wir gleich. Das Zweite, Magazinkompatibilität. Das wird so ein richtig cool aussehendes 6er Magazin mitgeliefert. Total klasse. Geht zwar hakelig rein, geht aber. Das Problem ist, andere Magazine passen nicht unbedingt rein. Eine 25er Trommel, lustigerweise, passt. Zumindest meine. Eine von meinen. Aber ein 18er Magazin, die haben ja diese Huppel an der Seite, die kriegt man nicht rein. Und wem das bekannt vorkommt, das hatten wir schon mal. Und zwar bei diesem wunderschönen Ding, der ersten Generation der Recon MK2. Erkennbar daran, dass hier dieses komische Ding weiter nach vorne ragte. Hier passte nur das Originalanbauteil der Recon dran und sonst nichts, weil dieses Ding hier einfach im Weg war. Ich weiß, wer es konstruiert hat. Bei der neueren Version ist das hier gerade abgeschnitten. Und bei dem Magazin, da war der Schacht hier vorne schon zu Ende. Da passte ein 6er rein und ein 12er und das war's. Die 18er passten auch nicht rein. Da musste man hier mit dem Dremel das aufmachen, damit das passt. Sieht man die Ähnlichkeit? Genau. Hasbro, ich weiß es nicht, was das soll. Ihr hattet es doch schon mal verbockt. Sollte man noch raus gelernt haben, oder? Also das ist das Zweite, was wir ändern werden. Damit auch alle Magazine reinpassen. Ja, bei einer Sniper braucht man nur 6 Darts, ich weiß. Dritte Sache, die wir uns angucken, ist folgende. Wenn ich hier den Blaster spanne und ihr seht mit Absicht, ich habe hier diese Tabs noch nicht drin. Wenn ihr den Blaster modden wollt, steckt hier diese Ladebolzen nicht rein. Macht es nicht. Die sind mega schwer rauszukriegen. Mega, mega, mega schwer. Wenn ihr den Blaster modden wollt, nehmt ihn so wie er ist aus der Packung, moddet ihn erst und dann steckt die Dinger rein. Ernsthaft. Habe an das Gerappel gehört. Nochmal spannen. Dieses Rick. Manche hassen das, manche finden es okay. Ich persönlich finde es okay. Ich zeige euch auf jeden Fall, wie ihr dieses Klappern wegkriegt. Und dann zum letzten und entscheidenden Teil. Ich wäre nicht der Dokuni, wenn ich nicht aus dem Blaster noch ein bisschen mehr Leistung rauskitzeln will. Wir gucken mal nach, ob wir da nicht eine etwas stärkere Feder einbauen können. Aber erst messen wir nach, was das Ding so stock kann. Wie immer teste ich mit 3 Modulus Elite Darts und mit 3 Akku-Fakes. Mal sehen, was so die Messwerte des Kronis sagen. 63,7. .53 2. .56 7. .42 1. .46 3. .42. Ja, das sind etwas ernüchternde Werte. Bei den Akku-Fakes wundere ich das nicht. Ich sollte mal neue nehmen. Die sind durch. Okay, aber das sind brandfrische Elite-Darts und da waren es im Schnitt 60 bis 65 FPS maximal, was nicht super kacke ist, aber halt unter Elite-Standard. Mal gucken, was wir da machen können. Aber
zuerst das Wichtigste. Wir fangen mit der Stütze an natürlich. Die einfache Geschichte. Alles, was wir brauchen, ist eine kleine passende Feile. Sowas hier. Und dann setzt man sich ein paar Minuten hin und feilt das hier so schräg. Wir sehen uns gleich wieder, wenn ich es gefeilt habe. Wenn man sich da mit der Feile genug ausgetobt hat, dann sieht das Ganze ungefähr so aus. Man sieht, dass das hier das jetzt angewinkelt ist. Und dann kann man das hier reinstecken und auch wieder rausziehen. Mit viel Kraft, gebe ich zu. Aber es geht. Wir stecken mal rein. Rein geht's noch. Super. Mal gucken, ob ich ihn auseinanderkriege. Ich hoffe, dass ich jetzt nicht die halbe Werkbank hier abräume. Upp. Tada! Abnehmbare Schulterstütze. Teil 1 unseres Mods abgeschlossen. Für den zweiten Mod, da müssen wir den Blaster auseinandernehmen. Wie gesagt, solange man hier die Ladebolzen nicht drin hat, ist das relativ einfach. Schrauben abmachen, auseinanderziehen, ab dafür. Machen wir eben schnell. Schrauben gelöst. Tada! Da haben wir das Gerät. So, und jetzt kann man auch erkennen, warum ich das hier so schön gefeilt habe. Das ist hier wie so ein Enterhaken. Es gibt auch eine zweite Möglichkeit, das zu machen. Also man muss das hier nicht abfeilen hinten. Wer das nicht will. Man kann auch einfach diese Dinger hier rausnehmen und dann hält das eigentlich ganz gut. Nicht so perfekt. Aber wenn man es dann hinten festhält, dann, naja. Egal. Wir lassen einmal hier das ganze Ensemble auf uns wirken. Die Feder gehört da rein. Flupp. Und da sehen wir schon hier. Das sieht nach Retaliator-Feder aus. Ich glaube, da haben wir was. Boah, das wird hier nachher lustig beim Zusammenbau mit dem Teil hier. Oh, das wird witzig. Egal. Wir wollen ja erstmal uns um das Thema Magwell kümmern. So sieht er aus. Und das ist Mist. Wir müssen hier diesen Teil hier wegmachen. Wupp und wupp, wupp. Von außen wird man das hinterher fast gar nicht sehen. Dieses kleine Stückchen hier sollte normalerweise ausreichen, dass unsere 18er Magazine reinpassen. Also, da werden wir kurz die Säge ansetzen, hier und hier, und das eben wegschnibbeln. Das ist unser Magwell, wie er original ist. Und was wir machen ist, wir nehmen ein kleines Feininstrument, eine Säge, und sägen einmal gerade hier runter an dieser Stelle. Zack. Und an der anderen Seite auch. So. Jetzt müssen wir mal hier lang schneiden. Das kann man am besten tun, indem man, ja, mit der Säge komme ich hier ganz schlecht rein. Aber, ich könnte jetzt meinen Dremel nehmen und hier so eine kleine Trennscheibe nehmen. Ich glaube, das mache ich auch. Sekunde. So, das müssen wir noch ein bisschen säubern, diese Kanten hier. Das ist noch nicht ganz so schön. Aber wir haben unsere Feile. Fertig. So sieht es jetzt aus. Und ab jetzt passen auch unsere schönen 18er Magazine da rein. Auf zum nächsten Schritt. So, für diejenigen unter euch, die keinen Bock auf dieses beim Nachladen haben, die können dieses Plastikteil mit der Feder einfach rausnehmen. Und fertig. Kein Problem. Ich baue es wieder ein. Mich persönlich stört das Gerappel nicht. Und das passt dann schon. Und dann kommen wir zum Herzstück unserer Modding-Geschichte, dem Federtausch. Was wollen wir einbauen? Das ist eine 7 Kilogramm Worker Retaliator Feder
Und ich habe das Gefühl, dass die passen könnte. Wir gucken mal. Ich halte das hier mal so ein bisschen fest. Ja, das sieht von der Länge her gut aus. Von der Dicke her müssen wir schauen, weil das hier ist konisch zulaufend. Das ist nicht ganz so schön. Mal gucken. Das sieht gut aus. Okay, wir legen mal die Originalfeder beiseite. Das hier gefällt mir gar nicht. Das hüpft mir noch gleich durch die Gegend hier. Da machen wir einen kleinen Trick. Tada! Und jetzt hüpft es beim Zusammenbau nicht wieder auseinander. Man glaubt es kaum. Wir werden die schnell wieder zusammenbauen. Blaster ist wieder zusammengeschraubt. Wir gucken mal, ob er catcht. So, Schraubenzieher rein. Er catcht. Originale Catchfeder. Dann laden wir doch mal. Ich habe jetzt mal drei frische Akku-Fakes genommen hier. 1, 2, 3. Und die Modulus Elite Darts von gerade zur Vergleichbarkeit. Und dann gucken wir mal, wo wir leistungsmäßig denn jetzt so rauskommen mit dem Blaster. Klack! Ein Traum, hört sich gut an. Hoppla! 82,2. Jetzt kommen die Akku-Fix. Deutlich besser. Der war nicht gut. 82,4. Der dritte Akku-Fake. Wir kommen zum Schusstest der Fortnite BASR. Eine Kleinigkeit. Das ist das mitgelieferte 6er Magazin. Und das ist das Worker 10er Magazin. Man sieht, ist nicht viel größer, ne? Also Tipp von mir. Tolles Teil. Wir legen los. 3 Elite Darts, 3 Akku-Fakes, 3 Waffel Darts. Und das war's auch schon. Cooles Teil. Wir schauen uns das Ergebnis mal kurz an. Dann gucken wir uns das mal an. So, der erste Dart liegt schon hier vorne. Bei der 9,50 Meter Marke. Das ist ein Waffeldart. Damit kommt der Blaster offenbar nicht gut zurecht. Denn der nächste liegt hier bei 14 Metern, auch ein Waffeldart. Das mag er nicht. Der dritte Waffeldart liegt hier hinten bei ungefähr 17,50 Meter, da liegen auch 1, 2, 3 Akku-Fakes. Also mit Akku-Fakes kommt er sehr gut jetzt klar. Das ist auch ein ganz gutes Schussbild. Die sind übrigens alle hier vorne bei der, ich sag mal, bei der 16,50 Meter, 16 Meter Marke aufgekommen. Die sind nur weiter gerollt. So, Elite Dart 1, Elite Dart 2, da ist er. Die beiden schön weit abgetrieben bei 18 Metern. Und der dritte Elite-Dart, der liegt hier ganz hinten. Das ist zwar die 20-Meter-Marke, aber wir sind gerade auch mal eben so 3 Meter fast von unserem Ziel entfernt. Also ja, Reichweite ist toll mit Elite, aber Genauigkeit nach 10 Metern, die kann man vergessen. Es ist Zeit für ein kurzes Fazit zu dem Blaster von mir. Ich denke, ihr habt alle das Video von Matthias gesehen. Wenn nicht,
angucken. Ja, also im Stockzustand geht so. Style vor Funktion, ganz ehrlich, die Reichweite ist nicht so toll. Die Kompatibilität mit manchen manchen Dartypen ist auch so eine Sache. Dass hier nicht alle Magazine reinpassen, ey Hasbro, wirklich, muss nicht sein. Ja, und ne, dass man die Dinger nicht abmachen kann, weiß ich auch nicht. Das finde ich irgendwie auch nicht so ganz so pralle. Egal, das kann man erledigen, das kann man verbessern. Ja, das bleibt halt das Problemchen halt. Das mit dem Ratschen, das ist Geschmackssache. Aber zum Thema Leistung, so finde ich, ist der Blaster echt okay. Also für ein U18-Battle, na gut, mit einem 6er Magazin eher weniger, mit einem 10er, naja, er kann Slamfire. Ja, also man kann schon relativ schnell Darts raushauen, ist aber dafür eigentlich ein bisschen unpraktisch. Praktisch ist er nicht, aber man würde auch nicht alt aussehen bei so einem Battle. Vorausgesetzt, meiner Meinung nach, man packt da so eine 7-Kilo-Feder rein. Ohne die ist das mehr was für einen Garten oder für Cosplay oder einfach, wenn man ein Fortnite-Fan ist, dann ist das natürlich eine witzige Sache. Mit der Feder, finde ich, ist die Leistung okay. Also 16 Meter mit Akku-Fakes, das ist okay. Gerade geschossen, wohlgemerkt, also nicht angewinkelt, sondern wirklich gerade. Das passt schon. Also damit kriegt man seine 30 Meter angewinkelt auf jeden Fall hin. Mit Elite-Darts ist die Reichweite natürlich enorm. Wir kamen auf 20 Meter gerade geschossen, das ist schon echt okay. Das Problem ist natürlich die Genauigkeit von Elite Darts, hat man gerade gesehen. Der eine Dart ging über 3 Meter nach links, die beiden anderen gingen 1,5 Meter nach rechts. Ja, 20 Meter einen 5 Meter Streukreis, ja, nein. Muss man nichts zu sagen. Also keine Elite Darts als Sniper einsetzen, das ist albern. Ja, ich denke, ihr seid informiert. Mehr gibt es eigentlich gar nicht zu sagen zum Blaster an dieser Stelle. Was ich noch wünschenswert fände, wäre, wenn man das hier hinten irgendwie, ne, aufmacht. Da überlege ich noch, ob ich das mal hier auftrenne mit Magneten mache, so als Stauraum für Darts, wer weiß, wenn ich Bock habe. Egal, ihr seid informiert und ich würde sagen, man trifft sich.